Und die Ausschusssitzung ist inzwischen beendet und wir haben erste Stimmen dazu von der Opposition, von der CDU, haben sich geäußert Andreas Jung und Julia Klöckner. Wir haben lange getagt eben. Wir hätten gerne öffentlich getagt, denn hier geht es um eine Transparenzfrage und normalerweise spricht nicht nur der Minister, sondern auch die Grünen davon, dass sie die Transparenzpartei sind. Leider wurde das heute verwehrt. Ich will sehr klar sagen, dass der Ausschuss nicht als Ganzes gegen die öffentliche Tagung sich ausgesprochen hat, sondern die Ampel. Mitglieder. Wir haben dafür gestimmt, dass wir öffentlich tagen werden. Was es geben wird, ist ein Wortprotokoll, das zeitnah veröffentlicht werden soll. Ich will aber für uns beide sagen, da es eine nicht öffentliche Sitzung war, dürfen wir nicht mit Details und dürfen wir auch nicht Wortwiedergabe und Zitatwiedergabe nutzen. Und das werden wir auch nicht tun. Und da bitte ich auch um Ihr Verständnis. Wir haben deshalb als Union, das waren wir als Opposition, einen Bericht der Bundesregierung des BMWK angefordert, über die Personalvorgänge im BMWK uns zu berichten. Und muss ja ganz offen sagen, wir haben höchste Zweifel an der Eignung des Staatssekretärs Greichen, an der Eignung für diese Position, die er hat. Warum? Es wurde häufig, auch vom Minister, davon gesprochen, es wurden Fehler gemacht. Es gibt einen Unterschied zwischen menschlichem Fehler. Fehler unterlaufen uns allen. Aber so lapidar die Vorgänge als Fehler abzutun, halten wir für falsch. Wenn das die Überzeugung ist, dann wird es im Übrigen auch keine Änderungen in Zukunft bei ähnlichen Vorgängen geben. Denn hier haben wir einen ganz klaren Verstoß gegen auch den Kodex, einen Verhaltenskodex, den auch Mitglieder der Bundesregierung ausgehändigt bekommen und an den sie sich halten müssen. Und deshalb ist unsere Forderung auch, dass überprüft wird, dass auch ein Disziplinarverfahren aufgrund eines Verstoßes auch in Angriff genommen wird. Ein weiterer Punkt, der mich wirklich hier umtreibt, sind ja nicht einzelne Fragestellungen, wer mit wem verwandt ist, wenngleich das ja auch doch recht evident ist. Aber der Punkt ist, dass trotz besseren Wissens es Personalverflechtungen gibt rund um das BMWK und im BMWK, im Wirtschaftsministerium, und dass ein Staatssekretär so lange nichts gesagt hat über die Beziehung zu seinem Trauzeugen, so lange nicht, bis wir als Opposition im Übrigen in einer Plenardebatte einen Hinweis gegeben hatten. Und deshalb sagen wir auch sehr klar, hier wurde dann auch, wenn das stimmt, was wir gehört haben, der Minister getäuscht von seinem Staatssekretär. Und deshalb müsste das unserer Meinung nach auch Konsequenzen haben. Grundsätzlich ist es, wenn man etwas das höher aufhängt, auch eine Frage von Demokratieverständnis, wenn wir ein ganz enges Geflecht vorfinden von Familien, Freundes und auch von der Energie, sogenannten Energie-Community, die miteinander verflochten ist, die sich gegenseitig auch das bestätigt mit Gutachten, was wiederum vom Ministerium als Ziel in der sogenannten Klimawende, Heizungsumbauzwang vorgelegt wird. Und das Problem ist, wenn Bürgerinnen und Bürger und wenn Experten, wenn Wissenschaftler Zweifel an Berechnungen auch auf den Tisch legen, dass man da kaum durchdringt. Das ist so, wenn man auch ideologisch an was rangeht, dann bekommt man ein schlechtes Gewissen, wenn Fakten was anderes sagen. Und deshalb geht es uns schon um die Frage, wird durch ein solches Geflecht eben auch, dass man ohne Hemmungen, ohne dass man es sagt, bei einer Vielzahl von Bewerbern just den eigenen Trauzeugen dann auch noch vorschlägt. Und Sie werden es im Protokoll sehen, wie dieser Trauzeuge auch angesprochen worden ist, wie Herr Greichen sich eingesetzt hat oder nicht. Wie gesagt, davon dürfen wir jetzt nicht berichten. Sie werden es lesen im Protokoll, das veröffentlicht wird. All dieses zeigt nicht nur eine gewisse Hemmungslosigkeit, sondern auch ein Verständnis, was als lapidaren Fehler abgetan wird, aber was wirklich dienstrechtlich enorme Auswirkungen hat. Und deshalb sagen wir sehr klar, das Vertrauen in Entscheidungen
die für das Wohl des Landes getroffen werden sollen, auch im Sinne des Klimaschutzes, werden natürlich in Zweifel gezogen, wenn diese Vorbereitung dieser Entscheidung wirklich in einer sehr, sehr engen Gruppe, die sich seit Jahren sehr, sehr gut kennt, vorab gesprochen wird und das nur als leichten Fehler abgetan wird und dann Herr Habeck auch an diesem Staatssekretär festhält. Wir werden heute eine Aktuelle Stunde dazu noch haben. Es gibt viele offene Fragen und an diesen Fragen werden wir auch weiter dranbleiben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Tag. Die Ampelfraktionen haben heute eine große Chance vertan, für Aufklärung und Transparenz zu sorgen. Robert Habeck hat hier erkennen lassen, er wäre für eine öffentliche Sitzung bereitgestanden. Die Grünen haben aber mit den anderen Ampelfraktionen heute dreimal dagegen gestimmt. Einmal im Energieausschuss, einmal im Wirtschaftsausschuss und dann auch noch mal hier in der gemeinsamen Sitzung. Das kann man kaum glauben. Man fragt sich, reden die eigentlich überhaupt miteinander? Wenn Robert Habeck hier gerne öffentlich Stellung genommen hatten und doch davor SPD und FDP umfassende Transparenz gefordert haben, liegt es dann an den Grünen. Man kann sich nur schwer ein Bild machen, wie da die Abläufe sind, aber fest steht damit, dass mit dem heutigen Tage die Sache nicht erledigt ist. Die Aufklärung muss weitergehen. Wir werden als Union den Antrag stellen, dass wir eine weitere Ausschusssitzung machen und dann öffentlich tagen. Es sind ja die Dinge öffentlich geworden, die werden öffentlich diskutiert, es gibt ein öffentliches Interesse und deshalb brauchen wir selbstverständlich auch eine öffentliche Sitzung. Und klar ist auch, die Dinge müssen weiter aufgearbeitet werden. Es steht zwar fest, dass ein Fehler begangen wurde, weil Staatssekretär Kreichen trotz der engen Freundschaft zu einem Bewerber sich nicht aus diesem Verfahren zurückgezogen hat, aber es stellt sich die Frage, welche Rolle er denn in diesem Verfahren gestellt hat, ob er lediglich sich nicht rausgenommen hat oder ob er eine aktive Rolle für einen engen Freund eingenommen hat, um hier eine entsprechende Besetzung zu unterstützen. Fest steht jedenfalls, dass die Findungskommission nur einen Bewerber dem Aufsichtsrat vorgeschlagen hat. Fest steht, dass dieser Bewerber die Stelle jetzt nicht antreten wird, aber völlig offen ist aus unserer Sicht, was das nun für Folgen hat, für den Vertrag von Michael Schäfer, offen ist aus unserer Sicht, wie das Compliance-Verfahren weitergeht, das der Minister angestrengt hat, nachdem Patrick Reichen ihm sehr spät berichtet hat, dass es diese persönliche Verbindung gibt. Insofern muss die Aufarbeitung weitergehen, muss die Transparenz hergestellt werden und werden wir eine öffentliche Sitzung beantragen, wo zu all dem hier tatsächlich dann so Stellung genommen werden kann, dass das öffentliche Interesse zu diesen Fragen beantwortet werden kann. Genau, es wird ja zumindest heute auf jeden Fall auch noch eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema geben, auch mit dem Minister im Bundestag. Ungefähr 15.20 Uhr sehen Sie dann hier live bei Phoenix. Aber jetzt wollen wir erstmal sprechen mit Professor Volker Kronenberg, Politikwissenschaftler von der Uni Bonn. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Bonn. Ja, vielen Dank, Frau Lehmann. Also wir haben natürlich die Kritik der Opposition gehört, auch in den vergangenen Tagen die Rücktrittsforderung in Richtung Patrick Greichen. Aus Ihrer Sicht berechtigt? Wir kennen, glaube ich, alle nicht die politischen Akteure in Berlin, aber die Öffentlichkeit auch nicht das wirkliche Ausmaß dessen, was sich da ereignet hat. Wer hat wann was gewusst und sich warum, wie verhalten und wie ist das zu bewerten? Und das wird ja immer wieder auch angedeutet, das wird ja auch aus den Reihen der Koalitionspartner angedeutet, dass man Aufklärung haben will. Das macht einen ja schon stutzig sozusagen. Rückhaltlose Unterstützung klingt anders. Insofern ist das eine Steilvorlage für die Opposition, die Union und die anderen Oppositionsparteien hier reinzugehen. Aber egal, Frau Davies, ob das nun am Ende compliance-rechtlich das oder jenes, wie das dann am Ende zu bewerten ist, es ist ja eine politische Frage eben auch. Und Sie sagen zu Recht, die Rücktrittsaufforderungen inzwischen nach einigen Tagen, muss man ja fast schon fragen, an wen denn adressiert? Immer noch an den Staatssekretär
oder womöglich schon an den Minister. Und damit möchte ich darauf hinaus, dass ja diese Affäre, dieses Politikum droht sozusagen ein Ausmaß anzunehmen, das womöglich eben auch den Minister selbst seine Handlungsfähigkeit und seine Durchsetzungsfähigkeit droht zu beschädigen. Und spätestens da ist ja dann noch einmal jenseits der Justiziabilität auch von Vorwürfen da natürlich eine rote Linie. Ich gehe davon aus, Stand heute in der Einschätzung dessen, was wir seit Tagen erlebt haben und was noch kommt, dass der Staatssekretär sich nicht wird halten können. Okay. Die andere Personalie, die Sie angesprochen haben, das ist etwas, was Friedrich Merz gestern auch ins Spiel gebracht hat. Nicht direkt, aber indirekt, indem er diesen Vorfall im Prinzip verglichen hat mit dem Fall Möllemann, Wirtschaftsminister, der zurückgetreten ist wegen eines Flyers, so hat Friedrich Merz es dann genannt. Kann man das vergleichen aus Ihrer Sicht? Bei Vergleichen gibt es immer Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und hier würden mir erstmal die Unterschiede, es war ein ganz anderer zeitlicher Kontext, eine ganz andere Person, ein ganz anderer Vorgang, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aber wir sehen ja, dass im Politischen es nicht nur darum geht, was ist rechtlich zulässig gewesen und so weiter und so fort, sondern es geht ja um mehr. Das Stichwort, wir haben es gerade bei Frau Klöckner gehört, aber das ist jetzt nicht nur ein Oppositionsbegriff, sondern es ist ein Schlüsselbegriff der Politik, auch für die Bürgerinnen und Bürger, Vertrauen. Und Vertrauen eben dann hier in einen Akteur, den Minister, nicht den Staatssekretär, den die Öffentlichkeit nicht wirklich kennt, sondern der Staatssekretär steht letztendlich auch für den, der an der Spitze steht. Das ist der Minister und das ist nicht irgendwer, sondern das ist natürlich eben auch, das sind die Grünen. Das sind die Grünen auch mit ihrem Anspruch an Politik und an Transparenz und das, was man moralisch tun kann und was man nicht tun sollte, selbst wenn es rechtlich zulässig ist. Also was ich also sagen will, ist, da steht sehr viel im Raum, Stichwort Vertrauen. Und ich glaube, und so nehme ich Herrn Habeck auch wahr, das sickert natürlich immer weiter auch durch. Die Frage wird tatsächlich sein, kann man das ernsthaft durchstehen, auch durchstehen wollen? Schauen wir gleich noch mal ein bisschen auf das große Ganze. Wir haben auch Landtagswahlen vor der Brust in Bremen. Da würde ich gerne mit Ihnen noch mal auf die Grünen schauen. Einmal aber noch tatsächlich bei Habeck und Herrn Greichen bleiben. Robert Habeck hat ja seinem Staatssekretär den Rücken gestärkt und seine Verdienste hervorgehoben und gesagt, wenn wir ihn nicht hätten, wir hätten eine große Energiekrise. Aber ist das so? Kann man das eine gegen das andere aufwiegen oder das gegeneinander stellen eigentlich? Nein, ich glaube, das war am Wochenende eine klare Entscheidung des Ministers und der Person Robert Habeck, sich so zu positionieren, erstmal zu sagen, ich stehe zu einem engen Weggefährten, zu einem ganz wichtigen Mitarbeiter. Niemand ist unersetzlich, auch Patrick Greichen wäre natürlich in dieser Funktion als Architekt der Energiewende natürlich ersetzbar, weil da gibt es schon auch noch andere Experten, aber er hat sich ja politisch auch, Habeck, bewusst dazu entschieden zu sagen, diesen Gegenwind, dem halte ich jetzt erstmal etwas entgegen. Ich stehe zu meinem Staatssekretär, wohl wissend, dass sich natürlich die Konstellation auch ändern kann. Das können neue Erkenntnisse sein, das können andere Faktoren sein. Denn, Stichwort Architekt der Energiewende, es geht ja hier auch in der Sache in diesen Wochen und Monaten um sehr, sehr viel. Und wenn das eine sozusagen droht, das andere in Mitleidenschaft zu ziehen, dann wird der Minister eine politische Gesamtabwägung treffen. Aber er hat sich zunächst dazu entschlossen, ganz bewusst politisch zu sagen, dem halte ich stand. Okay, es geht um eine große Sache aus Seiten des Ministers. Geht es im Moment um das Gebäudeenergiegesetz, was ansteht. Sehr unbeliebt, auch bei den Koalitionspartnern oder einen Koalitionspartner, aber natürlich auch bei der Opposition. Und auch dort klang es jetzt so an, dass man sagt, man zieht dieses ganze Gesetz aufgrund dieser Vorfälle in Zweifel. Wie würden Sie das sehen? Also wo sind wir da an der Stelle? Sind wir da immer noch bei berechtigter Kritik oder geht das dann auch schon so ein bisschen in Richtung Kampagne? Ich würde sagen, das ist das Verknüpfen von unterschiedlichen Zusammenhängen, aber das ist ja nichts Neues. So funktioniert natürlich Politik, dass man dann eben hier über einen Personalvorgang das Ganze auf die Sache auch ausweitet und dann nimmt man auch den Minister und dann nimmt man das große Ganze und die Energiewende und wie man es macht und dieser Aspekt und die Heizung und dieser Gesetzentwurf, dann nimmt man das alles zusammen. Und das ist der Punkt, auf den ich hier heute hinweisen würde, das ist hochgefährlich. Das weiß Robert Habeck, das wissen die Grünen auch wenige Tage vor der
der Bremen-Wahl, jetzt kann man sagen, Bremen, die 11. größte Stadt. Naja, aber die politisch-psychologische Wirkung ist natürlich wichtig, vielleicht noch wichtiger als aktuelle Umfragen. Die nimmt man aber auch zur Kenntnis, dass die Grünen natürlich runtergehen, dass die AfD sehr zulegt, Frustration, Unzufriedenheit, Unwillen sozusagen mit dem, wie man das managt und überhaupt das große Ganze, was die Ampel da abliefert. Das lässt natürlich bei den Grünen und bei Robert Habeck natürlich die Alarmglocken schrillen. Man wird das Ganze nicht mehr über Tage und Wochen ziehen können. Es ist viel zu viel Aufmerksamkeit auf eine Personalie, die man lenken muss auf Sachinhalte und Sachthemen. Mhm. Lassen Sie uns gerade noch mal weitere Stimmen hören. Ich höre, wir haben vorliegen eine Stimme nach dem Wirtschaftsausschuss jetzt auch von der FDP. Es beginnt Olaf in der Beek. Ja, schönen guten Tag. Olaf in der Beek, mein Name. Obmann der Freien Demokraten im Ausschuss für Klima und Energie. Und Reinhard Huben, wirtschaftspolitischer Sprecher und Obmann der Freien Demokraten im Ausschuss für Wirtschaft. Eine kurze Einschätzung von unserer Seite. Wir sind erstmal sehr dankbar, dass der Minister und drei Staatssekretäre zu der Sondersitzung ins Parlament gekommen sind, dass wir ihnen Fragen stellen konnten. Wir finden auch, dass sich alle wirklich große Mühe gegeben haben, diese Fragen auch wirklich zu beantworten. Und denken auch, dass das gut ist, dass wir genau da mit der Transparenz starten, wovon wir beide auch in der letzten Sitzungswoche im Parlament gesprochen haben, nämlich dass mehr Transparenz her muss. Also es war schon zu spüren, dass Minister Habeck emotional angefasst war in dieser Sitzung. Das kann man, glaube ich, schon berichten. Und die Vorgänge um die neue Besetzung der DENA wird weitere Fragen aufwerfen. Es ist angesprochen worden, dass geprüft wird, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird gegen Herrn Greichen. Darüber hinaus gibt es unter Umständen finanzielle Rechte von Herrn Schäfer aus den Verhandlungen mit der DENA. Darüber hinaus ist ja die Frage gestellt worden, wie das Verfahren war, was die Öffentlichkeit angeht. Da brauche ich vielleicht eine Frage nicht sozusagen herausfordern. Es ist so, dass das Verfahren, zwei gemeinsame Sitzungen zu machen, nicht öffentlich abgestimmt war in der Ampelkoalition. Das war auch bis heute Morgen um 8.15 Uhr so. Und dann sind die Grünen auf SPD und FDP zugekommen und wollten das Verfahren ändern. Und dann haben wir unseren Koalitionspartnern gesagt, nein, pacta sunt servanda, wir ziehen das jetzt in der Form durch, wie die ganze Zeit besprochen. Gibt es Fragen? Naja, ich glaube, wir müssen jetzt feststellen, dass erstmal die Überprüfung eines Disziplinarverfahrens eingeleitet worden ist. Und das ist ja Beamtenrecht. Ich bin jetzt kein Beamtenjurist oder kein Jurist, der sich damit gut auskennt. Ich kann nur sagen, es ist auf dem Weg und es wird überprüft, ob er dort disziplinarische Fehler gemacht hat. Und daraus werden für einen Beamten sicherlich Konsequenzen erfolgen oder auch nicht. Die Personalhoheit und Entscheidung liegt beim Minister. Hat sich der Minister in der Sitzung jetzt festgelegt, dass er in jedem Fall an dem Staatssekretär festhalten will, egal wie diese Prüfung ausgeht? Nein, das hat der Minister nicht festgelegt, weil der Minister sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass eine Überprüfung eines Disziplinarverfahrens läuft. Wissen Sie, im Politikmanagement muss man sich darauf verlassen können, dass Absprachen funktionieren. Und außerdem haben wir in den Vorgesprächen festgelegt, dass wir nicht öffentlich tagen wollen, damit eben auch mehr Informationen an die Abgeordneten kommen. Denn bei dem Interesse, was ich hier so sehe, könnte ich mir vorstellen, dass eine öffentliche Sitzung überhaupt gar keine besonderen Informationen zu uns Abgeordneten gebracht hätte. Und deswegen sind Sozialdemokraten und FDP dabei geblieben, eben nicht öffentlich zu tagen.